Ja, ich will ganz kurz anfangen. Wir haben uns sicherlich in der Fraktionsvorsitzendenkonferenz schon länger mit der Problemlage der Finanzen beschäftigt, die natürlich über den Länderfinanzausgleich immer wieder auch Thema hier in Bremen sind. Bremen hat inzwischen Mecklenburg-Vorpommern in der Armutsquote abgelöst. Das ist für uns ein Punkt gewesen, wie wir insgesamt eine solidarische Länderfinanzausgleichssituation hinbekommen. Die Hessen, das ist ja bekannt, sind ein Geberland, ein sogenanntes Geberland. Aber wir haben natürlich auch eine ganz andere Finanzkraft als andere Länder das haben. Ich mache das immer sehr deutlich, dass wir im letzten Jahr 3.500 Selbstanzeigen von Steuerhinterziehern hatten, während in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, 9 dort auffällig geworden sind. Der Gregor sagt dann immer, die sind ehrlicher gewesen als die anderen, aber ich glaube, es gibt einen anderen Hintergrund für eine solche Situation. Und wir haben ein Konzept vorgelegt, das jetzt im Grunde genommen eine solidarische, vernünftige Besteuerung möglich macht und auf der anderen Seite die Verteilung dieser Steuern dann auch, wie das Grundgesetz es fordert, zu Recht den Ländern zugutekommen, die im Grunde dieses Geld dringend nötig haben. Stichwort ist für uns auch, dass wir die Kommunen mit in diesen Zusammenhang hineinnehmen. Das ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil ja nur 64% der Steuereinnahmen der Städte mit in die Verrechnung eingehen und wir wollen das auf 100% erhöhen. Also von daher glauben wir, dass hier eine Neuorganisierung, eine Neuorganisation der Länderfinanzausgleichssituation möglich ist und wir haben als Linke dazu ein gemeinsames Konzept erarbeitet. Ja, ich kann dann auch gleich weitergehen. Um das Problem zu vertiefen, haben wir als Bundesland mit der höchsten Staatsverschuldungsquote natürlich auch ein besonderes Interesse nach wie vor daran, dass die Debatte um die Altschulden der Länder und der Kommunen weitergeführt wird. Wie wir alle wissen, gab es seitens der SPD einen Vorstoß, den nach Auslaufen des Solidarpakts II über die Weiterführung des Soli zu finanzieren. Da hatte sich vor 2 Jahren der Bremer Senat mit dem Hamburger Senat und mit dem dort amtierenden Bürgermeister Olaf Scholz zusammengetan. Unsere Position als Linke war aber ganz klar, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass die Altschulden der Länder und Kommunen, also es geht ja bei der Tilgung eher um die Zinstilgung, damit Länder und Kommunen nicht durch die Zinslasten völlig handlungsunfähig bleiben, so wie es im Moment der Fall ist. Wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass das wieder überwiegend von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern finanziert wird, sondern haben gesagt, wir wollen dafür natürlich auch die Vermögenden heranziehen. Die Privatvermögen sind ja mit den Steuersenkungen seit 1968 auch 1998 unmittelbar gestiegen und haben gesagt, wir wollen die Vermögensteuer und aus Bremer Sicht auch eine einmalige Vermögensabgabe zur Finanzierung dieses Altschuldenfonds heranziehen. Und wie wir alle wissen, im letzten Sommer gab es die ersten Verhandlungen über die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und Olaf Scholz hat den Altschuldenfonds seitens der SPD nicht mal eingebracht und sich im Grunde von der Geschichte verabschiedet, bevor überhaupt verhandelt worden ist. Das ist für Bremen natürlich dramatisch, aber auch fürs Saarland, auch für Schleswig-Holstein, auch für Berlin. Warum wir sagen, wir brauchen eine komplette Neuregelung der Finanzbeziehungen, macht sich deutlich aus der Situation Bremens. Wir haben die Situation, Bremen hat die höchste Armutsquote, aber auch die zweithöchste Millionärsdichte. Trotzdem ist es für Bremen durch die derzeitige Gestaltung und Verteilung sowohl vertikal als auch horizontal der Steuereinnahmen nicht möglich, im Sinne von Armutsprävention überhaupt aktiv zu werden. Die Zahlen sind bekannt. In Bremerhaven ist jedes dritte Kind arm, in Bremen jedes vierte und in den Ortsteilen spaltet sich das nochmal ganz besonders. In Hornlehe liegt das Durchschnittseinkommen bei 120.000 Euro, in Gröpelingen bei 15.000 Euro. Entsprechend sind auch die Abiturquoten, die liegen in Gröpelingen in einigen Ortsteilen bei unter 15%, in Hornlehe aber bei 85. Wenn man Armutsbekämpfung vorantreiben will, gibt es in der Sache Steuergesetzgebung, Arbeitsmarktpolitik für ein Land natürlich nicht so viel auszurichten, außer dass man Wirtschaftsförderung zumindest an gute Arbeitsplätze knüpft. Die originäre Aufgabe der Länder ist tatsächlich, die Bildungsaufgaben zu übernehmen und Menschen überhaupt die Teilhabe zu ermöglichen, also sprich für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Und hier haben wir in Bremen eine unmittelbare Korrelation zu den fehlenden Haushaltseinnahmen oder den fehlenden Möglichkeiten der Finanzierung.
Wie Sie alle wissen, und das ging ja auch gestern durch die Medien, sieht es um das Bremer Bildungssystem nicht besonders gut gestellt aus. Und das, was man eigentlich machen müsste, um diese soziale Schieflage auch in der Frage der Bildungsgerechtigkeit zu ändern, sprich kleinere Klassen in den ärmeren Stadtteilen oder deutlich mehr Lehrkräfte, durchgängige Sprachförderung, das kann sich Bremen gar nicht leisten. Und andere Bundesländer und arme Kommunen eben halt auch nicht. Und da wird es dann wirklich schwierig. Die ärmsten Kommunen sind auch gleichzeitig Haushaltsnotlagekommunen. Und die haben das nötige Geld nicht, den Menschen aus der Armutsfalle überhaupt zu helfen. Und deswegen ist für uns und auch für uns als Bremer Fraktion die Frage, wie gestaltet sich die zukünftige Verteilung der Steueraufkommen oder des Steueraufkommens eigentlich auch aus dieser sozialen Sicht unmittelbar lebenswichtig. Damit gebe ich mal an Gregor Gysi weiter. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir sind historisch an einem wichtigen Punkt hinsichtlich des Föderalismus in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland angekommen. Und dieser Punkt hängt damit zusammen, dass inzwischen auch die Weltpolitik sich auswirkt bis auf die Kommunen. Ich sage nur Stichwort Flüchtlinge. Wenn irgendwo Kriege stattfinden oder Hungerskatastrophen ausbrechen, wirkt sich das aus bis hin zu unseren Kommunen. Die Europapolitik, ich sage nur Stichwort Euro-Rettung, ich sage nur Stichwort Verhältnis zu Griechenland, aber auch zur Ukraine, auch zu Russland, hat Folgen immer für das gesamte Land. Das spricht auf der einen Seite für eine gewisse Zentralisierung, gerade auch von Sozialausgaben. Auf der anderen Seite ist aber der Föderalismus eine wichtige demokratische Errungenschaft der Bundesrepublik Deutschland. Also müssen wir, wenn wir beides wollen, wenn wir die Sozialausgaben ausgleichen wollen, wenn wir den Föderalismus erhalten wollen, uns jetzt ernsthaft Gedanken machen, wie wir die Finanzierung neu strukturieren und organisieren, weil es ist die Bevölkerung, und dazu gehöre auch ich, uns allen ist es leid, dass wir einfach seit Jahren immer dieselben Debatten haben, dass wir auf der einen Seite wachsenden Reichtum haben, auf der anderen Seite wachsende Armut haben, dass wir arme Kommunen haben, dass wir Kommunen haben, denen es gut geht, dass die armen Kommunen dann restriktive Auflagen bekommen, sodass sie überhaupt keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr haben, dass aber auch zwischen den Ländern jetzt die Verhältnisse immer dramatischer werden, in dem, was die einen können und die anderen nicht. Ich denke deshalb, dass zum Beispiel unser Vorschlag hinsichtlich eines Solidarzuschlages 3 sinnvoll ist, nämlich endlich diese Ost-West-Teilung aufzugeben und zu sagen, diese Mittel müssen eingesetzt werden für alle strukturschwachen Regionen in Deutschland und Punkt. Ganz egal, ob sie nun in Nordrhein-Westfalen, in Bremen oder in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg liegen. Das darf uns dabei nicht mehr bewegen. Das Zweite, glaube ich, wir müssen jetzt endlich aufheben das Kooperationsverbot und wir brauchen bei der Finanzierung, wenigstens bei der Finanzierung, eine Übereinstimmung und eine gemeinsame Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen hinsichtlich der Bildung. Und ich sage Ihnen, den größten Beifall bekomme ich in jeder Veranstaltung, wenn ich immer sage, dass wir 16 Bundesländer haben und deshalb 16 Schulsysteme haben und dass das eine hervorragende Errungenschaft im 19. Jahrhundert, also zur Zeit der Postkutschen war, aber dass das mit dem 21. Jahrhundert überhaupt nichts mehr zu tun hat. Da klatschen CDU-Anhänger genauso wie Anhängerinnen und Anhänger der Linken. Das habe ich auch mal mit Kauder zusammen, der verstand eigentlich nur sein Publikum, aber bei, an dieser Stelle sonst natürlich nicht, bekam ich den Beifall. Das müssen wir und wir schleppen das alles vor uns her. Es wird immer mal diskutiert, aber ich behaupte, die Regierung muss jetzt da auch mal eine Kommission bilden, auch der Bundestag, um zu sagen, wie finden wir denn eine Lösung, die Kommunen zu entlasten, das Leben und Arbeiten in den Kommunen zu erleichtern, Existenzgründungen zu erleichtern, aber gleichzeitig die föderale Struktur aufrechtzuerhalten. Vielleicht muss man auch andere Kompetenzen an die Länder abgeben. Aber wiederum braucht man auch eine Verantwortung des Bundes bei der Finanzierung der Bildung und auch bei der Beratung und Ausgestaltung des Kita- und Schulsystems. Ich trete strikt und die Linke tritt strikt ein für Chancengleichheit bei den Kindern. Ich sage Ihnen, davon sind wir meilenweit entfernt und weil wir im 25. Jahr der Einheit sind, sage ich Ihnen auch Folgendes. Es gab in der DDR keine soziale Ausgrenzung für Kinder, weshalb das Leuten, die aus der DDR kommen, auch schwerfällt zu akzeptieren, dass die heute so verbreitet ist. Allerdings gab es leider
und das verurteile ich deutlich, eine politische Ausgrenzung. Die darf es nie wieder geben, das ist auch völlig klar. Aber das ist kein Ersatz, wenn du statt der politischen Ausgrenzung eine soziale hast. Ich will eben keine. Und deshalb trete ich dort so vehement für Chancengleichheit ein und das muss meines Erachtens auch zu schaffen sein. Als letztes lassen Sie mich noch etwas vorab sagen, dann können Sie Ihre Frage stellen. Wissen Sie, seit Jahren fordern wir, den Mittelstandsbauch in der Einkommensteuer zu beseitigen. Sie kennen ja die Debatten, es geht ja immer um die kalte Progression. Die ist ja relativ einfach zu erklären. Man kriegt brutto 3% mehr und netto 1,5% und das soll irgendwie mal ausgeglichen werden. Die Große Koalition ist zwar sehr groß, aber sie verschiebt dieses Problem von einem Jahr zum nächsten Jahr. Und zwar nur aus einem Grunde, weil sie in gewisser sexueller Abhängigkeit zur schwarzen Null getreten ist. Also davon können Sie sich überhaupt nicht mehr trennen. Und dafür lassen Sie lieber alles andere ausfallen. Das ist Ihnen auch wurscht. Oder Sie verschieben es nur, weil Sie in Ihrer Verliebtheit in die schwarze Null nichts machen können. Das übrigens in einer Zeit, in der Geld nichts kostet. Das muss man ja auch mal sagen. Wenn wir heute für Investitionen dir Geld holen, muss er gar keine Zinsen für bezahlen. Na schön, also ich lasse das mal alles weg. Deshalb wird das verschoben. Aber das Entscheidende ist doch der Mittelstandsbau. Und sehen Sie, unsere Einkommensteuer verläuft doch nicht so geradlinig nach oben, sondern in der Mitte der Gesellschaft gibt es diesen Bauch. Übrigens eingeführt von Theo Weigel. So lange ist das her und nie korrigiert, weder von SPD noch von anderen. Und deshalb wird unsere gesamte Gesellschaft im Kern erstens immer stärker über Verbrauchssteuern finanziert, aber zum Zweiten hinsichtlich der Einkommensteuer von der Mitte der Gesellschaft bezahlt. Der arme Teil kann es nicht und an die wirklich sehr gut verdienenden und die Vermögenden und Reichen trauen sie sich nicht ran. Wollen sie auch nicht ran. Deshalb haben wir diesen Mittelstandsbau. Gut, das haben wir ja seit Jahren gefordert, dass der weg muss. Was übrigens ein gravierender Einschnitt ist. Dann musst du natürlich auch den Spitzensteuersatz erhöhen, da sind wir immer ein bisschen strittig ab wann, weil ich ja die Mitte wirklich entlasten will, aber erhöhen, weil du es sonst gar nicht hinbekommst. Und nun bin ich froh. Gestern haben die Wirtschaftsforscher ihr Frühjahrsgutachten vorgestellt. Und was schlagen sie vor? Der Mittelstandsbau muss beseitigt werden. Wissen Sie, das zeigt mir, es macht doch Sinn, lange zu quatschen und zu reden und zu wiederholen und immer wieder, bis sich der Zeitgeist selbst bei den Wirtschaftsforschern endet. Und die natürlich sagen sie nicht, dass sie sich unserem Vorschlag anschließen, aber im Kern schließen sie sich unserem Vorschlag an. Und heute schreibt die Süddeutsche Zeitung, das ist wirklich also mal eine geniale Idee. Sie hätten ja mal schreiben können, dass diese geniale Idee schon seit längerem von uns verbreitet wird. Das haben sie aber vergessen zu erwähnen, deshalb erwähne ich es. Also ich muss mal sagen, in der Richtung müssen wir wirklich die Bundesrepublik jetzt, was Finanzen betrifft, verändern, dass es eine Klage gibt, zum Beispiel von Bayern und anderen Ländern hinsichtlich des Finanzausgleiches, dass es jetzt aber auch wieder eine Klage gegen das Betreuungsgeld gibt von Hamburg, dass es eine Klage gibt der Kommunen, daran merken Sie einfach, ich sage jetzt gar nicht zum Inhalt, das babbelt unter der Oberfläche, verstehen Sie? Alle wissen, es geht so nicht weiter, aber es gibt leider keine klaren Handlungsorientierungen, die wir allerdings dringend benötigen. In unseren Reihen sitzen sowohl Geberländer als auch Stadtstaaten als auch ganz arme Länder und wir merken ja insgesamt, wie in Deutschland die Unterschiede zwischen den Regionen immer weiter und oder größer werden und man von der grundgesetzlich eigentlich garantierten Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse innerhalb Deutschlands nicht mehr sprechen kann, aber auch innerhalb der einzelnen Bundesländer, Stichwort Stadt-Land-Gefälle und innerhalb der Stadtstaaten zwischen den einzelnen Stadtteilen. Nur noch eine Ergänzung, wir werden uns anschließend noch mit der Flüchtlingsfrage beschäftigen, aber darüber wird jetzt erst diskutiert und natürlich auch mit der Frage, da gibt es ja immer zwei Themen, das eine Thema wird von fast allen Medien behandelt, ein anderes Thema meines Erachtens zu wenig, nämlich wie man Flüchtlinge zu behandeln hat, dass man die anständig behandeln muss, da gibt es bei uns gar keine Diskussion. Da steht aber wieder die Frage mit den Finanzen und den Räumen und so weiter und wie das arme Städte und Länder schaffen sollen. Aber zum Zweiten, wissen Sie, wir diskutieren zu Recht viel über die Situation der Flüchtlinge in Deutschland, aber viel zu wenig über die Fluchtursachen und was wir eigentlich dagegen tun können. Und das ist für mich meines Erachtens das entscheidende Thema. Damit kann man übrigens auch die Bevölkerung aufschließen, wenn man darüber mal diskutiert und sagt, was machen wir eigentlich dagegen oder können wir was dagegen machen, wenn ja, was etc. Das halte ich für eine ganz entscheidende Frage.
Ich will noch mal ganz kurz ergänzen, ganz nur einen Hinweis. Wir planen im Grunde genommen als Fraktionsvorsitzendenkonferenz eine Reise nach Tunesien und Lampedusa, um uns vor Ort mit den Flüchtlingssituationen, aber auch mit den Hintergründen auseinanderzusetzen, um damit im Grunde genommen auch nochmal aufklärerisch eine solche Auseinandersetzung hier in der Bundesrepublik zu führen. Also wir werden das Ende September bis zum 3. Oktober machen. Das ist eine Sache, die wir gleich im Zusammenhang mit der Flüchtlingsfrage dann nochmal auch als Reaktion und Aktion thematisieren werden. Im Übrigen, wenn ich das ergänzen darf, die Bremer CDU ist auch für die Abschaffung des Kooperationsverbotes. Ja. Vehement, so tritt sie hier auch auf. Und sie sagt natürlich auch, dass ihre Kollegen in den anderen Bundesländern das anders sehen. Aber man muss mal eins wissen, es gab ja, als die Große Koalition in Berlin verhandelt hat über die Koalitionsvereinbarung, stand die Frage der Abschaffung des Kooperationsverbotes auch für den schulischen Bereich ja auch zur Diskussion. Und es ist nicht so, auch wie Herr Börnsen uns das hier immer weismachen will, dass es an der CSU gescheitert ist. Eine der großen Widerstände kam aus Nordrhein-Westfalen. Also Hannelore Kraft war diejenige, die dies Thema Bildung unbedingt in Landeskompetenz behalten wollte, im Zusammenhang irgendwie und im Einklang mit irgendwie Horst Seehofer. Und da sieht man schon, wie vertrackt das ist, dass das mit den Parteifarben überhaupt nichts zu tun hat. Ja, stimmt. Wobei ich Ihnen eben auch sage, das Problem ist natürlich immer, das Kooperationsverbot ist ja erst aufgenommen worden. Mhm. Und zwar mit Hilfe der SPD. Und dann sagt immer die SPD mir, ja, das war ein Kompromiss. Da sage ich, was habt ihr dafür gekriegt? Weiß keiner mehr. Weiß keiner mehr. Schon daran merkst du, dass der Kompromiss nur staubt, würde ich das mal sagen. Wissen Sie, es gibt auch keine Politikerin und kein Politiker, egal welche Farbe seine Partei hat, die mir sagen würde, sie sind gegen Chancengleichheit in der Bildung für Kinder. Gibt es nicht. Können Sie Kauder fragen, Merkel fragen, Sozialdemokraten fragen, Grüne, FDP-Leute fragen, mich fragen. Und in Wirklichkeit haben wir meilenweite Unterschiede und es macht keiner was dagegen. Wissen Sie, aus meiner Kindheit sage ich immer das Beispiel. Ich hatte einen Freund, die Mutter hatte 3 Kinder, der Vater im Krieg gefallen und ich wohnte gegenüber. Meine Eltern hatten etwa 5000 Bücher. Die Mutter meines Freundes hatte 2 Bücher, ein Kochbuch und eine Bibel. Außerdem waren sie noch katholisch, was nun in der DDR auch kein Aushängeschild war, wenn du eine große Karriere machen wolltest. Trotzdem ist der Junge eben Oberarzt geworden. Und das ist mir wichtig. Und Schröder kommt aus ärmsten Verhältnissen und ist Bundeskanzler geworden. Und was hat er dafür getan, dass Leute aus adäquaten heutigen Verhältnissen Kindern noch so eine Chance bekommen? Nichts. Das stört mich. Ich war nicht arm. Ich will auch nicht arm werden, aber ich will auch nicht von Armut umgeben sein. Aber wissen Sie, das ist wieder eine andere Frage. Das Erste, was ich garantieren muss als Gesellschaft, ist eine möglichst hohe Bildung. Dann muss ich natürlich dazu übergehen, das haben wir auch gesagt, Existenzgründung und anderes zu fördern. Wirtschaftsförderung ist ja bei uns auch falsch organisiert. Als Mischförderung war das ja sinnvoll, als man der Bund was gegeben hat, die Länder und die Kommunen. Das war durchaus sinnvoll. Die haben wir ja abgeschafft, die Mischform. Und dann müssen wir natürlich noch was machen. Wir müssen dann irgendwann, wenn die Produktivität weiter steigt, ernsthaft über Arbeitszeit diskutieren. Wir können nicht sagen, dass die einen in vollem Stress stehen. Der Stress nimmt zu, die Überstunden nehmen zu und die anderen haben eben nichts zu tun. Also da muss man auch andere Wege gehen. Und zwar gerade dann, wenn man viele mit Akademikerabschluss haben, die keinen Job finden, sieht man ja noch deutlicher, dass man andere Wege gehen muss. Ich meine, nehmen Sie doch mal die Zeitung. Früher, wissen Sie, war der Tagesspiegel so ein Zwischenstadium, wenn du zur Frankfurter Rundschau und zur FAZ und zur Süddeutschen wolltest. Heute bist du so froh als Journalistin oder Journalist, wenn du da einen Job hast, du denkst an gar nichts anderes mehr. Ich schaue bei der Berliner Zeitung. Ja, das ist doch so. Ja, ist so. Und das macht übrigens Journalistinnen und Journalisten auch nicht glücklicher, auch nicht in dem, was sie schreiben und so weiter. Und uns auch nicht. Die einzige Berufsgruppe, die ich auf der Erde kenne, also in Deutschland kenne, die immer selbst bestimmt, was sie verdient, sind die Bundestagsabgeordneten. Aber das ist eine große Ausnahme. Die Landtagsabgeordneten. Um nochmal auf Ihre Frage... Aber um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, ich meine, in Bremen hat man natürlich generell ein anderes Problem. Die Arbeitnehmerkammer hat gerade die neuen Zahlen veröffentlicht. Wir haben mehr Beschäftigung in Bremen, aber keine gute Beschäftigung. Bremen ist die Hochburg der Leiharbeit, also wir haben die höchste Leiharbeitsquote, wir haben die höchste Quote an prekärer und atypischer Beschäftigung, auch in den Bereichen der Minijobs.
Insgesamt haben wir fast 20.000 Menschen, die Vollzeit arbeiten und aufstocken müssen. 22.000 Menschen, die arbeiten und ergänzend einen Minijob brauchen, um sich zu ernähren. Und das ist natürlich eine große Frage, die auch in Bremen auf der Landesebene mal gespielt werden muss. Natürlich wissen wir, dass Lohndumping, die Reallohnverluste, sind eine Folge der Hartz-Gesetzgebung. Also insgesamt der Hartz-Gesetzgebung, nicht Hartz IV. Das wird nämlich immer vergessen, dass es vorgelagert 1 bis 3 gab, die Arbeitnehmerüberlassung, die Minijobs etc., die Abschaffung des Arbeitsförderungsgesetzes. Aber die Landesebene hat natürlich auch eine Verantwortung, und zwar in der Frage der Wirtschaftsförderung. Man kann als Senat einen positiven Wettbewerb ausrufen, indem man sagt, Wirtschaftsförderung kriegen die Unternehmen und die Betriebe, die tatsächlich auch gute Arbeitsplätze garantieren. Und im Grunde ist das völlig absurd. Nehmen wir mal Lürssen. Lürssen ist ein Global Player, taucht immer wieder auf, auch mit irgendwie Waffenlieferungen, also Kriegsschiffen jetzt wieder nach Saudi-Arabien und aber auch diesem großen Yachtensegment. Mit Sicherheit kein armes Unternehmen und ein Drittel aller Beschäftigten haben dort Werkverträge. Ein Drittel. Und das kann man natürlich tatsächlich über Wirtschaftsförderung auch auf Landesebene ein bisschen steuern, auch wenn natürlich die Arbeitsmarktgesetzgebung und die Sozialgesetzgebung Bundessache ist. War jetzt in dem Lager, das wir aufgebaut haben, mit Chaya zusammen, unserem zuständigen Senator in Berlin, in Treptow-Köpenick, ja, was glauben Sie, wie da die Atmosphäre ist? Aber ich sage Ihnen auch, ich habe viele getroffen, die freiwillig wirklich helfen, die den Flüchtlingen zur Seite stehen, die da was unternehmen und so weiter, dann scheitert das zum Teil wieder an Rechtsvorschriften. Es gibt ja dieses Gerücht, dass Asylbewerber und Asylbewerber so faul seien, nichts tun. Die Leute wissen immer nicht, dass die gar nicht arbeiten dürfen. Und da gibt es doch Arbeiten, die sie verrichten könnten, von meinetwegen gar nicht mal für ein großes Entgelt. In Berlin ist so viel zu tun, ja? Also verstehen Sie, und dass das dann wieder verboten ist. Und der Senat sich schon wieder fast strafbar macht, wenn er sich da was einfallen ließe oder die Bezirksämter. Also ich sehe, da müssen wir was ändern. Aber im Augenblick ist ja nur die CDU auch dafür. Die ist ja sogar dafür, dass wir mehr Flüchtlinge aufnehmen. Das ist wieder eine Chance, wo ich immer meinen Linken sage, die müssen wir jetzt nutzen, um die CDU unter Druck zu setzen, wirklich Dinge zu ändern. Denn wenn sie auch appelliert an die Bevölkerung, das zu akzeptieren, dann muss sie jetzt auch etwas tun dafür, dass die Akzeptanz zunimmt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben einen 70. Jahrestag. Ne? Wenn es keine Asylchance gegeben hätte, wie viele Menschen mehr wären umgekommen während unserer entsetzlichen Nazi-Diktatur. Und also auch das sollen wir ja nicht vergessen. Ne? Wenn ich noch ein ganz anderes Problem nennen darf. Wir haben hier Millionen Menschen mit Abschlüssen, die nicht anerkannt sind. Medizinabschlüsse aus Russland, aus anderen Ländern nicht anerkannt. Die sind auch nicht schlechter, die Ärztinnen und Ärzte, als die, die bei uns ausgebildet worden sind. Aber ich habe auch gar nichts dagegen. Wenn man nachweist, dass bestimmte Ausbildungsstrecken fehlen, dann muss man das Angebot machen. Verstehen Sie, dass wir das dann einfach liegen lassen? Alles Taxifahrerinnen und Taxifahrer, ist ja ganz nett, ihr kennt die mal, die erzählen mir dann alle, welche Qualifikationen sie haben in Berlin. Ja, es ist alles nicht befriedigend. Und wir rücken doch zusammen. Die Welt drückt doch, die Menschen merken doch jetzt, der Syrienkrieg geht sich schon deshalb etwas an, weil wir syrische Flüchtlinge bekommen. Die Krise mit Griechenland geht sich schon deshalb etwas an, weil unser Euro auch gefährdet ist. Die Auseinandersetzung zwischen Russland und Ukraine geht sich etwas an, weil Frieden und Sicherheit in ganz Europa gefährdet sind. Ich meine, das merken doch die Leute. Übrigens, das ist, wir unterschätzen das immer. Wissen Sie, ich sage Ihnen, unter dieser Erdoberfläche brodelt das so. Das ist mir ein sehr unheimliches Gefühl, weil ich kann Ihnen gar nicht sagen, ob das nach links oder nach rechts geht. Ja, so das haben wir auch gar nicht im Griff. So ein Brodeln ist immer so etwas Unangenehmes. Das merkst du selbst an solchen entsetzlichen Bewegungen wie Pegida. Du merkst das auch an der Rechtsentwicklung in Frankreich, an der Rechtsentwicklung in Ungarn. Dann hast du logischerweise wieder die umgekehrte Entwicklung, aber nicht nur die umgekehrte Entwicklung in Griechenland, in Spanien und in Portugal. Und ich finde ehrlich, wir machen uns darüber alle zu wenig Gedanken. Politik hat auch eine Verantwortung. Und die nehmen wir zurzeit unzureichend wahr. Wir maulen rum, wir meckern mit den Regierungen rum, aber dass ich mal da Politikerinnen und Politiker erlebte, wo ich sage, oh, die machen sich aber sehr grundsätzliche Gedanken. Und wissen Sie, was das Neue ist, was wir auch nicht vergessen dürfen? Lassen Sie mich das zum Schluss sagen. Wir kommen alle aus einer Zeit, wo immer Fragen für einzelne Länder standen, Fragen für Regionen standen, mal auch nur europäische Fragen. Aber wenn ich jetzt an die Klimakatastrophe und anderes denke, wir haben es inzwischen mit Gattungsfragen zu tun. Mit Menschheitsfragen. Und
Wissen Sie, was das Problem ist? Wir haben eine funktionierende Weltwirtschaft, eine funktionierende Weltfinanzwirtschaft. Ich meine nicht, dass sie gut funktioniert, aber sie ist gut organisiert. Wenn sie sich verspekuliert, bezahlen das immer die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Die müssen sich ja nicht die geringsten Sorgen machen. Und wir haben keine funktionierende Weltpolitik. Wir sind meilenweit davon entfernt. Und deshalb dominieren die einen das andere. Wir haben kein Primat der Politik mehr. Das ist wirklich, man muss das ernst nehmen. Das sind neue Entwicklungen, die da beginnen. Und der Obama und alle sind auch, abgesehen von allem, was ich an Kritikwürdigen habe, überfordert. Die kriegen das überhaupt nicht mehr hin. Und dieses Neue ist nicht begriffen worden, dass wir vor Menschheitsfragen stehen. Wir müssen in Ost und West endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit in gleicher Arbeitszeit haben. Und wir müssen endlich die gleiche Rente für die gleiche Lebensleistung haben. Und das bin ich leid. Nach 25 Jahren muss ich darüber immer noch diskutieren. Das ist aber nur ein kleiner Ruf. Der entscheidende Ruf ist, dass wir die regionalen Unterschiede unbedingt aufrechterhalten müssen. Ich möchte nicht, dass die Bremer werden wie die Bayern. Ich möchte auch nicht, dass die Bayern werden wie die Bremen. Ich genieße diese Unterschiede auch, zwischen Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern und so weiter. Das finde ich wichtig, dass wir aber den Menschen mitgeben müssen, egal wo du in Deutschland lebst und wohnst. Du hast sehr ähnliche Chancen in Bildung, in Qualifikation, in Kultur, im Zugang dazu. Was ich mir wünsche, ist, dass wir Chancengleichheit darüber herstellen, dass wir zum Beispiel dafür sorgen, dass der Zugang zu Bildung und Kultur für alle finanzierbar wird. Für alle. Aber mich stört diese soziale Ungerechtigkeit. Ungemein. Mich stört diese fehlende Chancengleichheit. Das würde ich Ihnen als Botschaft sagen. Und ich möchte, dass wir uns nicht überlegen, wie wir immer effektiver an Kriegen teilnehmen können, sondern wie wir sie verhindern. Verstehen Sie, da geht es doch auch immer um ökonomische Interessen, um Markteroberungen. Außerdem wird an Kriegen viel zu viel in den Rüstungsindustrien verdient. Da bin ich ausnahmsweise mal wirklich für Verstaatlichung, damit es nur noch was kostet, ja. Dass man daran nicht immer noch verdient. Das ist ja furchtbar. Und dann auch in privaten Händen, was da alles organisiert wird. Ach nee. Also Sie sehen, ich hätte da mehrere Botschaften. Aber die zentrale Botschaft ist, ich möchte ein europäisches Deutschland. Kein deutsches Europa. Darauf müssen wir achten.